Grüezi, was kann ich für Sie tun? Ja, die im Internet. Verrückte Weiber, genau. Alt-Weiber-Frühling ist Bühnenfassung vom Film von der Bettina Oberli, Die Herbstzeitlosen. Das hat ein geschlossenes Ensemble von Figuren, wo man ihnen gerne begegnet. Das sind vier ältere Damen, wo man ihren lustigen Moment, aber auch ihren berührenden Moment erlebt. Gefällt dir denn überhaupt nicht, Hanni? Es geht doch gar nicht um das. Warum machst du nicht einfach etwas Gescheites? So etwas Gescheites wie du, wo sich die ganze Zeit vom Mann und vom Sohn umkommandieren lässt. Warum meint eigentlich jeder, er müsste mir sagen, wie ich mein Leben soll führen? Ich habe gemerkt, als ich mich mit dem Stück beschäftigt habe, dass sehr viele Leute den Film kennen. Und sehr viele Leute auch einzelne Szenen und sogar einzelne Sätze aus dem Film kennen. Ich glaube, auch mit dieser Erwartungshaltung kann man spielen. Aber eben, man spielt damit. Was vielleicht der Vorteil ist und auch eine Herausforderung, dass man im Stück dann den Figuren ein bisschen mehr Platz geben kann, weil die Figuren mehr über sich erzählen und man es weniger nur in Bilder- und Kameraeinstellungen macht. Ich habe einen auf Paris. Und dort eine eigene kleine Boutique aufmachen. An der Champs-Élysées. Mit Samenbordüren und einem smaragdgrünen Damastvorhang vor der Umkleidekabine. Petit Paris. Und wo bin ich gelandet? Oh, auf dem Dorf. In dein Leben wieder in die Hand. Falls du überhaupt hier gemacht hast. Wenn ich nicht mutig war. Mein Bezug zu dieser Rolle ist natürlich, weil ich im Film von der Bettina Oberli das Lisi, das Amerika-Lisi, schon mal gespielt habe. Und darum ist sie mir natürlich sehr vertraut. Mann, du wirst sehen, ein paar Wochen wollte ich den Roberto Cavalli auf Mailand und dann ein Rübchen dörfli. Ich kenne keinen Roberto Cavalli. And if you're real good. Sie ist ein bisschen frecher im Theaterstück, sie ist ein bisschen zugespitzter, ein bisschen schriller. Das ist so der Hauptunterschied, weil im Film ist natürlich immer alles gemäßigter und feiner. Und im Theater muss man ja ein bisschen ein Konzentrat von der Geschichte produzieren. Kannst du mir anlegen, Mann? Wieso nicht? Am Chef hat es mir immer gefallen. In Amerika haben alle etwas an. Auch die über 60-Jährigen. Vor allem die über 60-Jährigen. Ja, das lässt sich schon machen. Wir haben ein weit verzweigtes Produktionssystem. Meine Damen, Petit Paris heisst ab sofort Grand Paris. Wir haben grossen Spass beim Proben gehabt. Wir hoffen, dass das Publikum genauso viel Spass hat. Ja, ich komme ja. Ich komme ja schon. Ich bin ja schon da. Mit Sand, eurem